Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war in Düsseldorf und zwar war ich zu dem DM Beauty Camp eingeladen. Das Ganze fand im Melia Hotel statt und DM hat eine ganze Etage gemietet, wo wir alle 170 bis 200 Mädels, denke ich mal, und Jungs Platz hatten. Es war wirklich eine sehr schöne Veranstaltung, ein sehr schönes Event. Ich habe sehr viel mitgenommen. Das Ganze war so aufgebaut, dass als wir uns beworben haben, direkt sagen konnten, ob wir eine Session führen wollen. Das ist so ein Vortrag, den wir uns ausdenken konnten, wie zum Beispiel über YouTube reden oder wie kann man seinen Blog verbessern und so weiter. Ich habe mich dagegen entschieden und wollte lieber lauschen, aber es waren viele andere, die Vorträge, also diese Sessions geführt haben. Ich war in zwei Sessions drin, also in zwei dieser Vorträge. Einmal eine Session zu dem Rechtswesen, was ich sehr interessant fand. Einfach um mal nochmal zu hören, weil einiges wusste ich schon, was man überhaupt in seinen Videos benutzen darf, was nicht, wie ist die Rechtslage, wie ist das mit seinem YouTube-Namen, muss man da wirklich irgendwas beachten und so weiter, fand ich sehr interessant. Das Ganze ging um die 2 Stunden und dann war ich noch in einer Session drin, die 2 YouTuberinnen geführt haben. Und da ging es halt um YouTube, um Zuschauerbindung, wie wähle ich zum Beispiel die richtigen Songs, wie mache ich das, dass ich halt mehr Klicks bekomme, mehr Abonnenten, die Qualität meiner Videos und so weiter. Das fand ich wirklich sehr interessant. Das Ganze ging nur eine Stunde und ich hätte da locker 10 Stunden mit diskutieren können. Ich war nur bei 2 Sessions. Die anderen Sessions haben mich nicht so sehr interessiert. Die waren mir entweder zu bloggerlastig oder die Themen waren nicht interessant genug für mich oder ich wusste schon einiges darüber. Und das Gute war, dass halt diese 5 DM-Eigenmarken vertreten waren, wie zum Beispiel Balea, Balea Man, P2, Alverde und Ebelin. Und das Gute war halt, dass diese Marken alle in separaten Zimmern halt aufgeteilt waren. Und man konnte sich halt bei P2 zum Beispiel professionell schminken lassen, sich die Nägel lackieren lassen. P2 hatte die komplette Theke dabei, wie alle anderen Marken auch. Ich bin dann von Raum zu Raum gegangen und habe mir einige Informationen über die Marken sagen lassen. Also ich hatte einige Fragen, die ich dann von den netten Mitarbeitern, von den netten Vertreter der Eigenmarken dann beantwortet bekommen habe, was ich sehr schön fand. Das muss ich DM lassen. Also es waren genug Mitarbeiter da, genug Vertreter, die da waren und halt Fragen beantwortet haben, die man hatte. Was mir beim Ganzen gefehlt hat, ist, es waren halt die 5 Eigenmarken da und ich hätte mir Sessions darüber gewünscht. Das heißt, dass sich einer von Alverde dahingestellt hat, sich einen Raum geschnappt hat und auch so eine Session geführt hat, um, wenn zum Beispiel einer von uns eine Frage gehabt hat über die Marke selber, dass man dann die Fragen beantwortet bekommen hat. Ich habe es jetzt auf meiner Weise gemacht und bin dann direkt dahin. Aber ich finde, das hat so ein bisschen gefehlt. Ich habe das Ganze dann auch mal angesprochen, ganz zum Ende hin. Da haben wir uns auch alle nochmal versammelt und da haben wir nochmal besprochen, was hätte man besser machen können und was war halt positiv und so weiter. Und da habe ich das auch einfach mal in den Raum geschmissen, dass mir sowas halt gefehlt hatte. Und da wurde mir einfach gesagt, dass DM halt die Befürchtung hatte, dass das Ganze vielleicht von uns so angenommen wird, dass das Werbung für die Eigenmarken gewesen wäre. Ich sehe das nicht so, weil wir ja gefragt hätten, was macht zum Beispiel Alverde aus, außer dass es Naturkosmetik ist, was darf da rein, was nicht, wie sind die Kontrollen, sind sie wirklich sehr viel schärfer wie bei normalen Produkten. Was machen Silikone aus, was nicht, was schädigt dem Haar wirklich? Also wirklich sehr viele Fragen. Natürlich weiß man das ein oder andere, aber da ich die DM-Marken wirklich sehr schätze und sehr mag, also mich könnte man in einem DM einsperren, ich könnte da wohnen, hätte ich kein Problem mit. Interessiert mich halt auch, möchte ich halt mit Informationen gefüttert werden über die Marken. Zum Beispiel der P2-Lippenstift. Ich erkenne da nirgendwo immer eine Beschreibung, was in meinem Lippenstift drin ist. Ich liebe die P2-Lippenstifte und würde auch gerne wissen. Ich weiß, man könnte sowas auch alles googeln, aber einfach mal das Ganze von den Herstellern selber, so gesehen, von den Vertretern selber nochmal zu hören, was in dem Lippenstift drin ist, wäre mir viel lieber, wie das Ganze jetzt über Google
zu googeln. Ne, also das würde ich, wenn es irgendwann mal wieder ein Camp geben sollte, würde ich mir sowas wünschen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es geht jetzt weiter mit meinem Follow Me Around, aber bleibt auf jeden Fall dran. Es gibt nämlich eine Verlosung. Es gab nämlich auch immer wieder Proben. Ich habe einige für euch eingesagt und werde sie verlosen. Also es wird zwei Gewinnerinnen geben, also bleibt dran. Und genau, ich wollte euch auch noch die Goodiebag zeigen, die wir bekommen haben, also im Schnelldurchlauf, was da drin gewesen ist, aber das alles nach dem Follow Me Around. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Düsseldorf und zwar stehe ich hier vor dem Melia Hotel. Da seht ihr es nochmal, hier in Düsseldorf. Und ich bin einer der Glücklichen, die auserwählt wurden, hier beim DM Beauty Camp mitmachen zu dürfen. Und legen wir einfach mal los und schauen wir, was uns erwartet. Und als erstes sehen wir hier auch direkt ja, das schöne Welcome-Plakat. Da steht es auch nochmal, DM-Marken, Beauty Camp, DM, Welcome. Schön, dass du da bist. Danke euch. Und ja, jetzt wird das ganze Geschehen, denke ich mal, auch da oben stattfinden. Und let's go! Und wie man hier schön sehen kann an dem Plakat, dreht es sich um bei Lea Professional. Ja, und hier geht es um Haare. Hier werden auch schon einige Mädels gestylt. Und das sind ein paar der Proben, die ich für euch abstauben konnte. Da sehen wir es nochmal, da haben wir die Augenpads, hier haben wir eine Duschcreme und da steht Mama Tipp hier, hallo, wartet ja, in der Schlange, ist nicht mehr so viel und lässt sich gleich die Haare schön machen. Ich meine, schöne Haare hat sie ja, ne? Ja. Alle richtig nett hier, also ich habe gerade auch noch ein bisschen, ja, ein paar Infos gesammelt hier zu den Bürsten. Und mir wurde hier die hier empfohlen, das ist die Protection Ultralight. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Haarschutzbürste, okay, also die soll die Haare wirklich, ja, oder sagen wir so, meine Naturkrause bändigen können. Hier haben wir andere Produkte, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Produkte habe ich selber noch nicht ausgetestet, da kann ich wirklich nicht viel zu sagen. Ja. Hier unten haben wir von Balea das Rasiergel und ich finde es eigentlich richtig klasse. Ich mag es wirklich sehr, sehr, sehr. Mein Problem ist nur, dass das ja, ein Drittel davon ist gar nicht mehr, also konnte ich gar nicht mehr benutzen, da das Mechanismus, also dieser Mechanismus oben gar nicht mehr funktioniert hat. Da habe ich jetzt gerade auch die von Balea gefragt und die meinten, ja, dass das ein Montagsprodukt sein könnte oder dass das einfach kaputt gegangen sein könnte. Ich soll es einfach wieder zurückbringen und wird ein neues bekommen. Also finde ich auch klasse. Muss ja nicht jeder das Problem haben. Kann auch sein, dass das ein Einzelfall bei mir ist, aber ja. Und hier haben wir die Balea Kaltwachsstreifen. Die mag ich nicht so sehr. Da umso mehr liebe ich die ja, fürs Gesicht. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die benutze ich immer wieder und hole sie mir auch immer wieder. Hier haben wir die Männerabteilung. Und hier haben wir halt die Haargummis und so weiter, die Balea auch ja, im DM ja auch anbietet. Ich glaube, das ist schon die neue Kollektion. Das ist nochmal der Raum im Ganzen. Und jetzt laufe ich hier weiter.
Und was sehen wir da? Hier ist ja, der P2-Raum. Schauen wir mal, wer sich da rumtümmelt und was hier gemacht wird. Hier werden zwei geschminkt, bekommen bestimmt, ja, Look-Tipps, denke ich mal, ne? Make-up-Tipps. Und hier haben wir einmal die Theke. Mit den ganzen Produkten, da haben wir auch schon die neuen Produkte. Ich glaube, die warten alle, dass wir selber auch noch mal alle von Profis geschminkt werden. Schauen wir einfach mal weiter. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Alverde. Ja, schauen wir mal rein. Hier wird auch eine geschminkt, professionell. Du auch? Wurde schon. Mami sehen möchte auch. Sieht ja. Oh, oh. Und wie immer. Oh, danke, danke. So, wo warst du jetzt überall? Fast überall. Und hier haben wir einmal die Alverde-Theke mit allen Produkten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so viele Alverde-Produkte. Aber was ich mir demnächst auf jeden Fall holen möchte, ist dieser Concealer. Der soll ja super sein. Hier haben wir Alexander. Hallo Alexander. Hallo. Der uns jetzt ein bisschen was über die Alverde-Pflegeprodukte erzählen. Genau. Ich gebe mal einen Gesamtüberblick. Am besten am Anfang haben wir hier oben die Haarpflege, dann die Gesichtspflege von Alverde. Darunter auch nochmal Gesichtspflege. Hier haben wir Seifen, Deodorants, Fußpflege, Mundhygiene und Stylingprodukte. Okay. Und im unteren Bereich haben wir Körperpflege, Sonnenschutz von Alverde, genauso wie unsere Babyartikel oder auch für Mütter. Ultrasensitiv ist auch immer sehr gefragt bei empfindlichen Kunden. Und die Formen-Serie natürlich nicht zu vergessen. Ja, und was wird es in naher Zukunft ja, Neues geben? Was wird ausgetauscht? Also wir haben ein paar Umstellungen, die jetzt in nächster Zeit stattfinden, gerade im Haarpflegebereich. Da kann ich auch mal was zeigen. Da haben wir hier zum Beispiel die neue Styling-Serie. Die wird in den Filialen voraussichtlich erst im November erhältlich sein. Die wird komplett abgetauscht. Wir hatten hier vorher weißer Tee, Zitronengras und haben die Rezepturen nochmal angepasst, überarbeitet und nach dem neuesten Stand der Technik nochmal angepasst. Und jetzt haben wir Lotusblütenextrakt und violetten Reis. Das ist ein neuer Duft auch. Okay. Ich hoffe, es freut unsere Kunden und sie nehmen es gut an. Und ich freue mich immer über Feedback. Sehr schön. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es wurde zum Buffet gerufen und wie ihr mich kennt. Hier, Mama. Nein. Hallo. Wir wollen jetzt essen gehen. Du willst essen, ja. Ne? Hast du Hunger? Ja. Ja. Ich werde gerade abgeholt. Genau. Alexander. Guten Appetit. Herzlichen Dank. Ja. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Bis später. Werde ich euch natürlich unten in die Infobox verlinken und nochmal hier aufschreiben. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Ich schaue sie wirklich sehr, sehr gerne und schätze sie auch als YouTuberin. Was gibt's denn da zu lachen? Das ist die Wahrheit. Das weißt du auch. Ja, okay. Und ja, wir haben uns jetzt hier hingesetzt, wollen was essen. Ich werde euch nochmal kurz zeigen, wie das hier ausschaut im Saal. Ich hoffe, ich habe jetzt meine... Oh, doch. So sieht das Ganze aus. Und ja, es sind noch nicht so viele da, aber wir sind einer der Ersten. Und das ist das, was ich esse. Ich habe mir erstmal einen Salat genommen. Ja, da haben wir noch ein bisschen Couscous. Und ich lasse es mir jetzt schmecken und wir sehen uns dann gleich wieder. Meine Lieblingszahl, darf ich mich da schlimm überlegen? Welches ist deine Lieblingszahl?
doch nicht deinen Körper. Ja, ich nehme vielleicht gleich noch mehr. Au! 20 Kilo davon. Ja. Das sieht toll aus. Okay, los geht's. Das wird schon mal rein. Oh, Drama, drum. Mal, Moment, Drama. Achso, ja, so geil. Yeah, geil, geil. Porno? Wie mach ich das denn größer hier? Hier drauf? Weiß nicht, was ich kann man was. So, das Camp ist jetzt vorbei. Wie ihr sehen könnt, kommen alle Mädels hinter mir raus. Und ja, ich kann ja einmal hier rumschwenken. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe sehr liebe Menschen kennengelernt. Vor allem die Mami-Seelen und Mama Tier 4. Wir haben jetzt noch zum Schluss noch mal so ein Goodie-Bag bekommen. Und ja, ist voll bepackt. Den Inhalt werde ich euch gleich im Anschluss noch mal zeigen. Und ja, bis zu einem weiteren Video von mir. Tschüss! Die bei der Eigenmarke werden nochmal durchgenommen. Mamiseelen und ich haben jetzt bekommen. Ich werde das alles nicht aussteigen. Ich meine, meistens wahr, ne? Okay. Ich will mich mal mit Mamiseelen. Ihren Kanal werde ich euch natürlich unten in die Infobox und was gibt's denn da zu lachen? verlinken. Ich habe mir jetzt die Haare zusammengebunden, weil ich einfach sehr informativ. Mach jetzt an und lass laufen. Los geht's. Ist an. Und so sieht das Ergebnis aus. Ich sehe das jetzt natürlich aus. Aber ich sehe es. Warte, komm her, ich drehe auf. Hier, guck. Okay, ja, super. So, und das ist das Ergebnis. Scheiße, total rot. Okay, egal. Nee, dann machen wir das nicht. Lassen wir weg. So, nee, so. Das wird die Schauspieler. Ich würde noch trinken, dann können wir noch ein paar Runden drehen. Guck mal, wie zum Licht. Doch, das war schon. Ich lasse das so, ihr wisst, meine Videos sind eh immer chaotisch. Also ich habe mir einen Look gewünscht, der so, ja, was heißt ein bisschen, total nackig ist. Also ihr seht das ja, ich sehe fast ungeschminkt aus. Und ja. Die einen oder anderen wissen ja, dass ich mich nur 2-3 Mal in der Woche wirklich extrem schminke und sonst komplett auf Schminke verzichte. Und jetzt dachte ich, so ein Look, der wirklich ja so ein bisschen was? Natürlichkeit ausstrahlt. Ja, Natürlichkeit ausstrahlt. Dankeschön. Ja. Aber ich finde es wirklich schön. In der Kamera sieht das so komisch aus. Schau nochmal hier rein. Ist halt ein bisschen ungewohnt, weil wenn ich mich schminke, schminke ich die Augen immer auch extrem mit und habe dann halt viel Tusche, benutze dann halt meinen arabischen Kohlkajal und ja. Aber schön. Ich hoffe, mein Follow-up hat euch gefallen und jetzt zeige ich euch den Inhalt der Goodie Bag. Also die schaut so aus. In der Sommerfarbe schlechthin, Türkis. So eine Riesentasche von DM. Die werde ich mir jetzt hier vorne hinstellen und jetzt werde ich die Produkte einfach runterrasseln. Ich werde sie euch zeigen. Ich muss gestehen, ich habe keins dieser Produkte selber vorher jemals getestet oder gekauft und finde sowas halt immer schön, wenn man die Möglichkeit dann hat, neue Produkte so kennenzulernen, zu testen, weil ich glaube im Laden, ja, außer 2-3 Produkte hätte ich selber, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, sie mir selber zu kaufen. Fangen wir auch direkt an mit Alverde Pflegedusche Minze Bergaroma. Das schaut so aus. Können wir mal dran schnuppern. Oh, es riecht wirklich sehr schön ja, nach Zitrone, aber so süßlich. Oh, sehr lecker, wirklich sehr lecker. Ich liebe ja so zitronige Düfte, obwohl zurzeit habe ich das Bedürfnis wieder nach warmen Düften. Ich denke, das hat auch was mit dem Herbst zu tun. Aber ein sehr schöner, zitroniger, süßer Duft. Als wäre unter Zitrone viel Zucker gemischt. So, dann haben wir hier Trend It Up Modellier Jelly. Mal schauen, ob ich das selber verwenden werde. Ich weiß nicht. Oder es meinem Mann überlasse. Mal schauen.
Dann haben wir hier einmal ein Haarspray, auch von Balea, pompöser Boost-Up-Look. Und ich glaube, die haben ja, wurden die nicht ausgetauscht oder nochmal komplett überarbeitet oder so? Ich weiß es nicht. Neuen Look. Ich glaube mal, sowas gelesen zu haben. So, dann habe ich einmal von Balea Men Hydro Care Creme Dusche 3 in 1 für Körper, Gesicht und Haar. Das werde ich wahrscheinlich auch meinem Mann überlassen. Nicht wahrscheinlich, sondern 100%. Ja, es riecht nämlich männlich frisch. Dann war hier drin von Balea Professional Repair Pflegespülung ohne Silikone und so weiter. Und das ist für strapaziertes und geschädigtes Haar, passt ja. Ja, einmal Shampoo und einmal die Spülung. Ah, sehr viel von Balea Men sehe ich gerade. Wake Up Call Hydro Energy Gel werde ich auch meinem Mann schenken. Energy Kick, ultraleichte Textur. Ja, wird er sich bestimmt drüber freuen. So, dann war in der Goodie Bag einmal von Alverde ein Lipgloss in der Farbe. Wo steht denn die Farbe da drauf? Ich weiß es gerade nicht, aber ihr könnt es euch ja nochmal anschauen. So sieht das Ganze aus. Und von P2 Triple Lash Definer Mascara war drin. Und da muss ich sagen, ich wurde ja bei P2 geschminkt und wurde mit der P2 5D Mascara geschminkt. Und der nette Herr, ich glaube, er heißt Holger, ich bin mir aber nicht sicher, der mich geschminkt hat, hat mir diese Mascara geschenkt und ich, Dussel, habe sie da vergessen liegen lassen. Sie hat mir gefallen, also sie hat die Wimpern schön getrennt. Ich fand nicht, dass sie Volumen gegeben hat, aber schön definierte, lange Wimpern. Aber er hat es ja getan. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich das selber mache, ob ich da so ein bisschen mehr rausholen könnte, würde. Obwohl ich mir ja, diesen natürlichen Look gewünscht habe, vielleicht deswegen. Aber ich glaube, ich hole sie mir jetzt einfach nochmal und ja. Aber das war halt das erste Mal, dass ich eine P2 Mascara benutzt habe. So. Dann habe ich hier von Balea Duschcreme Limette Aloe Vera so eine Probe. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch in der Goodiebag drin war oder ob ich mir die... Doch, ich glaube schon. Aber so eine kleine Größe halt. Dann von Alverde Naturkosmetik Körperbutter Macadamia mit Macadamia und Karité Butter. Ich hoffe, ich habe es so richtig ausgesprochen. So, dann von Balea eine Tagescreme. Ich glaube, die benutzen viele und sind recht zufrieden damit. Jetzt habe ich die Möglichkeit, sie auch mal zu testen. Dann war hier so eine Einkaufstüte. Und Naturschönheit. Also ich weiß nicht, ob ich mir das mitgenommen habe oder ob das auch in der Goodiebag drin war. Was auf jeden Fall drin war, war Make-up-Concealer-Pinsel. Ich habe mich ja immer gescheut, den zu holen, weil ich einfach finde, dass die Fläche richtig klein ist. Ich weiß nicht, ob... wofür ich ihn verwenden soll. Ich habe mir ihn deswegen nicht geholt, aber jetzt habe ich ihn und werde ihn testen. Mal schauen, vielleicht war das ja ein Vorurteil und er ist wirklich gut. Und mein Highlight in dieser Box ist dieser P2 Perfect Face Soft Focus Highlighter. Den wollte ich mir nämlich sowieso holen, weil... der junge Mann, der mich professionell geschminkt hat und mir Tipps gegeben hat, den auch benutzt hat. Und ich fand, dass dieser Highlighter wirklich schön Frische gezaubert hat, sehr schön aussah. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass der Inner Goodie Bag drin war. Ja, das war's, genau. Dann haben wir halt hier nochmal unsere Namensschilder gehabt mit unserem Kanal. Und ja, das Gute ist ja... wenn man das hier öffnet, ist auch nochmal ein USB-Stick drin. Und zu guter Letzt kommen wir zu der Verlosung. Und zwar habe ich euch hier ein paar Sachen zusammengelegt. Es wird zwei Gewinner geben und fangen wir auch direkt an. Und zwar sehen die Pakete gleich aus. Ich werde euch in die Pakete reinlegen. Einmal Beauty Effects Augengel-Pads von Balea zum Kühlen. Ihr seht das nochmal zweimal. Lege ich jetzt einfach mal zur Seite. Dann haben wir hier von P2... Lipgloss-Proben. Das Ganze schaut so aus. Dann haben wir hier ein paar Proben. Und zwar Body Milk von Balea, so Pröbchen. Kommt auch jeweils eins rein. Dann hier, das ist von Balea Men Fresh Duschgel. Dann habe ich von Balea Seiden Glanz Shampoo. Und
und von Alverde Shampoo Mandel Argan. Auch jeweils eins pro Paket. Und dann habe ich hier auch nochmal, was ist das denn? Das ist hier ein Displayreiniger. So schaut das Ganze aus. Dann bekommt ihr noch Schlüsselanhänger. Und dann nochmal so eine Nagelfeile vom P2. Es ist zwar nicht viel, aber ich habe bei diesem Event auch an euch gedacht. Und falls ihr mitmachen möchtet, ihr könnt so viele Kommentare unten in die Kommentare schreiben, aber bitte nicht Spam. Also bitte, falls ihr mehrere Kommentare schreibt, dann immer was anderes und nicht das gleiche, also nicht kopieren. Ja, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und bitte, 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 falls ihr unter 18 seid, ich brauche unbedingt eine Einverständniserklärung eurer Eltern. Das hatte ich nämlich bei der letzten Verlosung schon so ein kleines Problem. Und ich brauche es, weil sonst würde ich mich strafbar machen und das möchte ich ja nicht. Es könnte ja sein, dass eure Eltern mich dann anzeigen und so weiter. Ich möchte es euch einfach nur nochmal erklären. Es ist einfach nur, damit ich euch das Paket nach Hause schicken darf. So. Und da brauche ich die Einverständniserklärung eurer Eltern. Wenn ihr nicht dürft oder so, dann macht nicht mit. Aber wenn ihr gewinnen solltet, brauche ich sie, sonst kann ich das Paket nicht rausschicken. Habt bitte Verständnis dafür. Falls ich irgendwas vergessen habe, werde ich es natürlich unten in die Infobox schreiben. Und zu guter Letzt wollte ich mich nochmal beim DM-Team bedanken. Dankeschön für dieses schöne Event. Es war mein erstes Event und es war so schön. Ich habe so liebe Menschen kennengelernt, wie die Nancy und die Jessie, also Mami Seelen und Mama Tier 4. Wirklich sehr liebe YouTuberinnen, sehr liebe Menschen. Ich bin froh, sie kennengelernt zu haben. Und ja, ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich bei so einem Event dabei gewesen bin. Und ja, bis zu einem weiteren Video von mir. Tschüss!